So, willkommen wieder zu einer neuen Folge von Die Reeperbahn-Simulation. Und in dieser Folge haben wir einiges zu tun, weil wir ein bisschen Druck haben. Und zwar schulden wir der Uschi ja noch 5000 Euro plus Zinsen von 1000 Euro. Also sind wir dran. Wir müssen jetzt unbedingt Kohle besorgen. Deshalb machen wir Folgendes: Leute besorgen und alles teuer machen zu den Landungsbrücken. Hier waren wir noch nicht. Kapitän mal ansprechen. Heute sind viele Leute da. Wir stellen einen Lockvogel ein, 250 Euro. Wir müssen investieren, der uns die Leute herholt. Dann gehen wir zu uns in die Piepshow und werden hier mal mächtig die Preise anziehen. Dank dem Sascha nämlich. Das ist ein Hardcore-Fan von uns. Nicht von uns, von der Reeperbahn. Der hat mir gesagt: Junge, die Reeperbahn da, es ist nur Abzocke. Also dreh die Zeiten runter und mach die Preise hoch. Und genau das machen wir jetzt. Wir müssen gucken, dass wir in der Folge. Oh! Sabotage! Verdammt! Das ist natürlich bitter. Mitten gerade, wo wir expandieren wollen. Sabotageakt wurde auf deine Piepshow ausgeführt. Schaden abgewendet. Dank der Schutztruppe. Super! Da lohnt sich ja das Geld. So, Kabine Nummer 3 haben wir fertig. Müssen wir mal ein bisschen schneller hier machen. Also, wir müssen jetzt irgendwie hinkriegen, 2000 Euro hier zu sammeln. Innerhalb kürzester Zeit. Wer weiß, ob ich nicht nochmal hier während der Folge nochmal hochdrehe. Ja, warum haben wir diesen blöden Kredit da aufgenommen, ey? Jetzt hier alles gleich sein. Okay, sehr gut. So, Videokabinen. Wir sind ja schon beim Höchstpreis. Und hier müssen wir renovieren. Scheiße. Ist natürlich bitter. Das ist bitter. So. Jetzt ist es fast mehr oder weniger ein Hoffen und Beten. Also, unser Lockvogel holt uns die ganzen Leute. Das sind ja tatsächlich, wenn man das berechnet, 6000 Euro, die wir brauchen. Und das ist tatsächlich ganz schön viel. Ich glaube, da werden wir mal für den Moment unsere Schutztruppe mal loswerden. Einfach mal, damit wir das hier halten können. Na, nachts kann man hier keinen locken. Okay, also, interessant. Also, ich bin gespannt, wie wir das hinkriegen wollen. Die Bude ist auf jeden Fall voll. Das sind doch immer die Kinocharts, ja. Vielleicht sollten wir mal hier. Naja. In der Kabine auch einfach die besten Dinge anbieten. Vielleicht können wir hier auch noch ein bisschen was rausholen. Also, es ist sauvoll bei uns. Und die Einnahmen sind gut. Vielleicht, also. Vielleicht ist es möglich, ja? Ich hoffe, hier ist nichts verschmutzt oder so. Geht das noch höher? Nee. Das geht leider nicht höher. Egal. Wir sind bei 4000 Euro gleich. Weiß nicht, ob jetzt so viel hier passieren wird, die Folge. Also, wie gesagt, wir müssen diesen verdammten Kredit zurückzahlen. Uns fehlen ungefähr 2000 Euro noch. Und man darf ja bei diesem Spiel hier nicht pleite gehen.
Wo können wir den noch sparen? Die Tagesgagen sind eh sehr gering. Es läuft nach oben, preislich. Vom Geld. Da habe ich wieder schön geduscht an der Seite. Wir sind bei der Hälfte von dem, was wir brauchen. Das ist ja gut. Also scheinbar kann man das hier hochpushen. So, jetzt ist ja wieder hell draußen. Ja, wir müssen investieren. Wir brauchen jemanden, 250 Euro. Wir brauchen jemanden, der, auch wenn nicht viele Leute da sind, wir brauchen welche davon. Ich hoffe, das hat mir jetzt nicht das Genick gebrochen, dass ich sie nochmal eingestellt habe. Aber das lief ja ganz gut dadurch. Schade, dass man den Preis hier nicht von den Automaten nochmal erhöhen kann. So, es ist mehr oder weniger ein Warten, was hier stattfindet. Ich würde ja, wenn ich wissen würde, dass wir mit der Schutztruppe und diesem, was man da im Hafen machen kann, diesen unmoralischen Angeboten da, da gibt es ja dieses da mit dem Falschgeld. Wenn ich wissen würde, wir würden das sofort bekommen, würde ich sofort zuschlagen. Da es aber so aussieht, dass wir es nicht sofort bekommen, kann ich nicht sofort zuschlagen. ...1280 Umsatz. Also die Folge ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber der Druck ist halt da. Und ich weiß, das müsste jetzt wirklich in den nächsten, vielleicht sogar nur an einem Tag, vielleicht ist es sogar schon am Montag soweit, dass wir Besuch von der Uschi bekommen. Und dann sieht es nicht mehr so gut aus für uns. 5000 sind wir jetzt. Komm. Oh, scheiße. Und das Ding ist hier schmutzig. Aber das Geld kann ich gerade da nicht reinstecken. Aber dann benutzt die auch keiner, ne? Na doch, der Mann ist da reingegangen. Der hat auf schmutzigem Zeug seinen Spaß. Das freut mich. Dann können wir da später noch rein investieren. Wir brauchen die 6000 auf jeden Fall. Um den Kredit zurückzuzahlen. Weil der anläuft ja. Wir werden dann in der nächsten Folge wieder mehr erforschen. Vorausgesetzt, wir kriegen das hin mit der Kohle. Also, davon ist das ganz, ganz entscheidend. Dann werden wir auch ein neues Mädel, glaube ich, mal einstellen wieder. So, es fehlen gut 500. Ich hoffe nicht, dass sie direkt am Montag kommt, weil dann... Boah, ich dachte gerade schon. Deine Ausstattung, ja. Ja. Okay, auch das können wir. Dafür haben wir auch gerade keine Kohle. Wir müssen 6000 Euro zusammenkriegen, weil Uschi kommt. Ich kann ja mal ein bisschen gerne raus auf die Davidstraße gehen. Die neuen Kinocharts sind eingetroffen. Okay, dann wäre das machen wir mal. Komm. Dann werden wir mal hier die Charts umändern. So, alles, ich storniere einfach mal, das ist ja am einfachsten. Wir bieten erstmal hier vorerst nur das Beste an.
Wenn wir dann die anderen, wenn wir nochmal weitere Kabinen haben sollten, würde sich das ändern. Okay, also wir sind bei 5600, 700. Kann man jetzt schon wieder eigentlich zum Hafen gehen um diese Uhrzeit und trifft da diese Frau an? Nee, man trifft nur dieses Pärchen an. Erst glaube ich ab 6 Uhr. Weil ich würde direkt mal wieder jemanden locken. Also wir stehen auch kurz vor der 6000. Da brauchen wir einfach nur noch ein paar Leute. So, gleich haben wir 6 Uhr. So. Wie sieht's denn heute aus? Boah, sind noch wieder ein paar da. Ich zahle der wieder. Ich hoffe, ich breche mir damit nicht das Genick. Oh, ich brauche den Lockvogel. Die holt uns da noch was. Ich brauche 6000 Euro. Ich muss den Scheiß genau zurückzahlen. So. Warum auch immer haben wir jetzt nur noch 5500, weil wahrscheinlich die Tagesgage und so weiter alles abgebucht wurden. Es könnte echt knapp werden. Also ich habe keine Ahnung, wann es genau ist, aber ich meine, dass wir Montag rum bei der Uschi gewesen sind. Vielleicht hätte ich das Kobra gehalten. Naja. 300, komm. 300 D-Mark fehlen uns gerade. 250. Dann wird auch sofort der Schuppen hier. Guck mal, obwohl der eine schmutzig ist, der andere nicht. Gleiche Anzahl an Einnahmen. Ist doch schön. Unseren Lockvogel haben wir da. Das läuft. Kommt schon, Leute. 100 Euro. 100. Das ist ja Wahnsinn, dass wir hier 3000 Euro gestiegen sind in der Folge. Ich will auch expandieren, weitermachen. Kommt schon, 6000. Wir stehen kurz vor der 6000. 6000. Wahnsinn. Wahnsinn. Wir haben 6000 D-Mark geschafft. Und sind auch zeitlich schon am Ende eigentlich der Folge angekommen. Machen Folgendes. Gucken uns einfach kurz die Statistik an. Das mache ich ja auch gerne. So, die Einnahmen sind echt traumhaft von den letzten zwei Tagen. Wie sieht es mit den Besuchern aus? Ja, den eher so gleich bleiben. Da können wir noch einiges machen, die wir wahrscheinlich ausbauen. Das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Statistik verlassen. Wir gehen und speichern den Spielstand. Und in der nächsten Folge mache ich dann weiter. Und ich denke, spätestens in der nächsten Folge wird jetzt die Uschi kommen. Aber das Geld haben wir ja. Also, bis zur nächsten Folge von Let's Play die Reeperbahn-Simulation. Bis dahin.